dir? Klatsch. Tja. Ist ja schön, dass man hier Marshall ausrüsten kann, aber noch nicht mal das funktioniert richtig. Tja, ich frage mich jetzt gerade, warum wir die Texte auf der Abraumhalde angeblich noch nicht gelesen haben. Ich meine, ich werde da jetzt nochmal drauf fliegen, werde die mal durchklicken, weil eine andere Chance haben wir ja nicht. Die müssen wir höchstwahrscheinlich lesen, damit überhaupt dies und jenes und welches, ihr wisst ja schon, ihr kennt das ja selber. Aber so richtig irgendwie... Ja, komm. So, aber so richtig irgendwie ist das nicht, finde ich. Pass auf, wir landen mal richtig brachial. Bäm. Komm, schnall dich ab, raus hier. Ist mir bewusst. Dann lass das Raumschiff von mir so wieder in den Weltraum abhauen. Ist mir egal. Ach so. Ohne Helm. Ohne Helm und ohne Höschen. Das war dumm. Ja, aber das ist halt immer so, ne? Alte Leute, leicht verärgert, gehen auch schon mal ohne Weltraum-Dings in den Weltraum, ne? Alter Falter. Ja. Und das hat ja überhaupt keine Auswirkung anscheinend, ne? Ja, aber das Signalortungssystem des Auges, da brauchen wir nicht mehr hin. Das ist unnötig, das haben wir schon aufgedeckt. Ja, Anglerfischfossil. Ja, nee, so schnell nicht mehr. Ja, hier haben wir noch eine Menge. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir im Samen das Gefährt. Das war cool. Zum bröckeligen Krater, weil es so schön war. Ja. So, wo fliegen wir denn jetzt gerade hin? Könnte man... Ah ja, da. Das war das Ding, wo man so nicht reinkam, wo ich dann unten durchgefallen bin, weil die Treppen alle kaputt sind. Schon crazy. Ja, diesmal nehme ich den Anzug mit. Dürfte eigentlich Sauerstoff geben. Gibt aber keinen. Ja, dann werden wir durch die hängende Stadt hin müssen, ne?
Hupa, hupa, hupa. Komm, hoch. Hoch mit dir, mein kleiner Freund. Was haben wir denn hier? Okay, wir stehen, mehr oder weniger. Heiliges Blechle. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Na nu, wollen wir uns mal nicht lumpen lassen. Tot? Nö. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Scheiß Düsensystem hier. Okay. Seltsames Ding hier. Sollen wir oben beginnen oder gehen wir hier direkt durch? Mal gucken. In den Übersetzer rausholen. Südliches Observatorium. Kommen wir quasi von hier überall hin. Okay. Dann müssen wir ja schon wieder mit diesen Dingern reisen. Nee, da möchte ich im Moment jetzt... Nein, möchte ich von abraten. Ich habe im Moment keine Spucktüte bei mir. Die war halt eben so... Ei, denn ei. Komm, lass mal schauen, wo wir hier hin... Also wo eigentlich der Anfang gewesen wäre, wenn wir da jetzt nicht so... Aha. Einfach mal so kreuz und quer gelaufen wären. Kreuzung, ja, die kennen wir, ne? Kreuzung. Auch verschiedene... Das sind alles nur verschiedene Wege, um hier wegzukommen. Die Kreuzung. Ehrlich jetzt? Echt jetzt? Alter, es kann nicht mehr. So. So ein geiles Spiel mit so viel Potenzial hängt sich selber auf. Wow. Wie kommt man hier rüber, Cam? Aber kommt man natürlich nicht, ne? Da würde ich mich jetzt nicht trauen und, naja. Denn wir haben hier 1G Schwerkraft und das heißt für uns... Nix mit Düse. Das Shuttle ruht gerade auf Quantummond. Oder am Quantummond. Schwerkraftkanone aktivieren. Shuttle nach Hause rufen. Ah, hier könnten wir die Schwerkraft... Nein, 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 nein. Schwerkraftkanone aktivieren und hier könnten wir das Shuttle nach Hause rufen. Komm, wir rufen mal das Shuttle nach Hause. Eieiei. Wir haben ein neues Raumschiff. Jetzt echt ein neues Raumschiff? Okay.
Ich bin da. Nachdem ich schon so lange am Himmel beobachtet habe, werde ich zum ersten Mal auf dem Quantummond stehen. Meine Vorfreude ist so groß, dass ich platzen könnte. Bevor ich aus dem Shuttle trete, werde ich hier meine Überlegungen. Pass auf hier. Ich habe mir einen Text überlegt, und zwar One Step for Man. Ich habe von dem wandernden Quantummond in der Schule und von denen erfahren, die vor mir hier waren. Boah, Leute. Ich besuchte jeden Quantensplitter und lernte, was ihm beizubringen hat. Ja, ich bin bereit. So, schön, wunderbar. Schisslog aktualisiert. Yippie! Oh, nee. Wir wissen nicht, was was bewirkt. Also lassen wir die Kugel erstmal da ruhen, wo sie ist. Aber der Witz ist, was ist denn da oben? Ich sehe nicht, wie man das Raumschiff fliegt. Also probieren wir es einfach mal. Hui. Das ging nicht. Okay. Oh, Kügelchen, kommen wir wieder mit. Der springt anscheinend immer noch an bestimmte Punkte. Hallo. Okay. La 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 la. So. Ach, ey, Alter, bitte, tu mir einen Gefallen. Okay, das geht nicht. Damit können wir zurück. Also fehlt hier eigentlich der dritte Sprungpunkt, ne? Jetzt verstehe ich auch, wir sind ja auch die ganze Zeit an der Wand am Laufen hier. Naja, und so fallen wir dann runter, verstehst du? Das ist gar nicht mal übel. Echt jetzt? Ah ja, okay. Steht auch nichts mehr. Mitte ist also nach Hause. Und den dritten Punkt können wir im Moment nicht anfliegen, warum auch immer. Okay. Wir könnten hier jetzt noch die Schwerkraftkanone mal versuchen zu zünden, ob sowas geht. Jetzt auch sehr seltsam, muss ich sagen. Wohin haben wir das Schiff denn jetzt geschossen? Oh, ich meine, ist ja nicht übel. Naja. Haben wir auch nicht bekommen und hier kommen wir ins südliche Observatorium. Ba, 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 ba. So, wir wollen weg, das heißt, wir müssen ihn nach oben ziehen. So. Mal anders hinsetzen hier. Das ist das südliche Observatorium.
nichts machen. Also wir kommen da nicht mehr zurück durch das Loch, ne? Du bist hier, das ist so geil. Wäre cool, wenn wir jetzt das Schiff hier hinrufen könnten, ne? Weil machen können wir nichts mehr. Vorbei. Dann schauen wir uns nochmal das kaputte Ding hier an. Wir müssten eigentlich hier drum rumlaufen können. Vielleicht das Beste, was passieren konnte, dass wir jetzt erstmal hier festhängen. Können wir hier mal ein bisschen rumexperimentieren. So, haben wir schon mal wieder festen Boden unter den Füßen. Rein theoretisch könnten wir auch hier lang laufen. Rein theoretisch. Wie ich das liebe an dem Game. Die Ausgewogenheit. Entdeckt. Ja, ein ganzer Wald. Wir sind hier mitten in dem Wald von Bäumen. Nee, geil. Wo sind wir denn jetzt hier auf einmal? Das ist das, was ich meine, dass das Game so ein geiles Potenzial hat, dass es mit so Kleinigkeiten, die einem dann einfach auf den Senkel gehen, komplett verspielt, Mensch. Wenn ich nicht so ein Geduld hätte, dann... Ah. So, sind wir hier auf dem Boden. Und ach, welche Überraschung, wir haben wieder was zu lesen. Oh. Glutzwilling-Projektionsstein. Das sind immer diese kleinen Kraftquellen anscheinend, ne? Diese kleinen schwarzen Löcher. Die haben sich hier echt ein bisschen übernommen, ne? Mit ihrer Technologie, kann das sein? Willkommen auf der Weißlochstation. Bist du versehentlich durch das schwarze Loch gefallen? Keine Sorge, da bist du nicht der Erste. Du kannst diesen Warpturm verwenden, um zum bröckligen Krater zurückzukehren. Das ist immerhin etwas, ne? Und wie? Warptürme funktionieren folgendermaßen. Stelle dich in die Mitte der Plattform auf dem Boden, schaue nach oben und warte. Der Pfad öffnet sich, wenn der entsprechende Astralkörper des Turms, in diesem Fall der bröcklige Krater, direkt über ihm steht. Okay, das ist also ein zeitabhängiger Warp, ja? Das hier zeigt gerade an, wo wir sind, ja? Oder wie? Oder können wir den eventuell sogar steuern? Könnte ja sein. Pass mal auf. Nehmen den mal mit. Wird bestimmt hier reinkommen. Wohin sonst? Ach nee, doch nicht. Okay. Okay. Rauf geht's hier sowieso nicht.
Seid ihr etwa etwas aus der Fassung geraten, ja? Naja, es gibt aber zwei Ecken für dich. Gibt es noch eine zweite Kugel irgendwo? Oder müssen wir mit dir rumexperimentieren? Großartiges passiert. Hier geht's wieder ruf. Guck mal, da unten geht's auch nochmal. Hier, was ist denn los, Kügelchen? Na, komm mal mit. Ja. Das hat auch keinen Sinn, ne? Scheint mir fast, als bräuchten wir da noch eine zweite. Nee, im Moment weiß ich auch nicht, was wir hier mit dem Ding da anfangen sollen. Ach so, jetzt bin ich zurück teleportiert worden. Okay, vielleicht müssen wir hier auf dem Krater. Ui. Irgendwie diesen Blut-Zwillings-Dingsstein irgendwie. Heiliger Bimbam. Abflugzeit, Ankunftszeit, schön. Diesen Stein in der Finger. Okay, hier kämen wir also zur hängenden Stadt, ja? Exorbitante Neuigkeiten. Also, ihr müsst mir verzeihen, dass ich jetzt hier nicht großartig weiterlese. Wenn irgendetwas Wichtiges da steht, wird es ja im Schiffslog vermerkt und von daher. Aber die Dinge da. Mami und ich haben deine Aufzeichnungen überprüft, Poke, und sie zeigen, dass Numai sehr kurz vor dem Verlassen der Weißloch-Station am Warp-Empfänger des bröckligen Kraters angekommen sind. Phänomen, Hochenergielabor, wie können die vorher da sein, wenn sie erst dann und dann... Fundamentale, die Gesetze des Universums gebrochen. Ja, das haben wir ja auch mit der Zeitschleife jetzt hier hinbekommen, ne? Wir würden unzählige Male...
Bla bla, Intervalle unglaublich kurz, ungefähr eine hunderttausendstel Sekunde nimmst du an, dass unsere Geräte könnten dieser Tempo. Wieso Intervall? Warte mal. Und was haben wir jetzt damit bewirkt? Hier können wir das auch nochmal einlegen. Okay, geil. Schade. Sind wir hier auf dem Glutzwilling-Ding? Ja, wir kommen sehr nah an der Sonne vorbei. Wir sind anscheinend auf einem der beiden Teile vom Glutzwilling, oder? Müssen wir den mitnehmen? Oder lassen wir den hier? Den Glutzwillingstein. Was? Also auf jeden Fall haben wir neue Einträge im Schiffslog. Aber das Schiff ist halt nur mal so eben nebenbei 24 Kilometer entfernt. Und es ist die Frage, ob wir das Ding hier noch in der Hand halten, wenn die Sonne explodiert, verstehst du? Hört sich so an, als würde es gleich losgehen. Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt so ein bisschen abgefunden mit den Unwegsamkeiten und dem heillosen Bedienungsschwachsinn, dem hier das Spiel teilweise vorgehalten wird. Und habe eigentlich Bock, noch ein bisschen zu erkunden, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ihr merkt es ja schon, also das Spiel, das geht mir, macht bei mir bestimmt keine Freudensprünge und all so ein Scheiß oder löst keine Freudensprünge aus und auch keinen, also ich werde es in Stovokor auf jeden Fall nicht besingen, sagen wir es mal so. Hallo Nobart, grüß dich. Aber ich habe Bock da jetzt noch ein bisschen weiter zu rätseln, weil wie gesagt, ich arrangiere mich langsam mit diesen unnötig langen Texten und ja, mit all diesen Kleinigkeiten, die einem hier einfach auf den Senkel gehen. Aber Kinder, ich muss mal eben um die Ecke, ich muss mal eben kurz die Tena bringen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Stündchen, ne? Oder halt, bis mir total die Krempe platzte irgendwie, bis ich dann sage, okay, Freunde, das war's dann. Ich würde sagen, ich mache nur diesen hier. Ist doch egal, ob die Zeit abläuft oder nicht. Wir müssen ja sowieso immer neu starten. Also von daher, bis gleich.